Hat der Papa die Nase zu, kann er den machen. Aber was ist mit dem kleinen Mann, der das nicht machen kann, reimt sich sogar. Da gibt es zwei interessante Geräte, die ich euch heute mal vorstellen wollte. Und hier haben wir jetzt den Nosibo Pro Baby Nasensauger. Den gibt es in drei verschiedenen Farben, blau, grün und rosa, zu je 144 Euro. Der Nosibo Go Baby Nasensauger ist ein bisschen teurer, der kostet rund 165 Euro. Und die Ersatzaufsatzstücke für das jeweilige Gerät kosten dann rund 15 Euro. Wer sich die Produkte nochmal anschauen möchte, die Links dazu findet ihr im Textfeld unter dem Video. Und hier haben wir jetzt die beiden Geräte. Das große steht bei uns auf dem Regal. Neben dem Wickeltisch, das kann man nämlich dann prima von dort aus bedienen. Und dann hier noch die mobile Version. Ich zeige die Geräte mal ganz kurz. Das hier ist ja der Pro Baby und das ist der Go Baby. Unterscheiden sich darin, der ist mobil, verbaut mit Akku und der muss mit Strom betrieben werden. Ja, die Köpfe haben auch eine ziemlich lustige Bezeichnung. Das ist ein Kolibri-Kopf und jener hier nennt sich dann Penguin-Kopf. Soll wohl dann so eine Art Pinguin darstellen, von der Form her. Und das dann mehr so wie ein Kolibri. Die Verarbeitung bei beiden Geräten ist wirklich sehr gut, da gibt es nichts zu bemängeln. Wir haben hier hinten einmal dann den Eingang für den Stromstecker. Dann hier zwei Griffe, da kann man das Gerät sehr gut mitgreifen, beziehungsweise manchmal hat der kleine Lust, dass man den Schleim aus der Nase zieht und manchmal absolut keinen Bock. Und da muss man den halt irgendwie beschäftigen. Ja, wenn er Interesse an dem Gerät hat, gibt man dem das und dann kann er so ein bisschen damit rumspielen oder man versucht das dann irgendwie anders, den abzulenken. Hier vorne kommt halt der Schlauch raus. Dann haben wir hier dieses, ich nenne es mal Saugstück. Kann man sehr einfach reinigen, zeige ich nachher nochmal. Und dann, ja, das Ganze ist BPA-frei bei beiden Geräten und sehr weich hier vorne an der Spitze. Ich hatte ja anfangs auch erwähnt, dass es diese Köpfe nochmal als Ersatz zu kaufen gibt, weil irgendwann sieht das hier so ein bisschen eklig aus, wenn man den halt öfter benutzt. Einschalten, einmal hier drauf drücken. Und hier kann man dann die Saugstärke regulieren. Das ist jetzt Minimum. Also, das hört sich schon, ich sag mal, sehr laut an, aber die Saugkraft, die ist wirklich nicht so groß, aber völlig ausreichend, um dann das, was in der Nase ist und nicht hingehört, damit dann rauszusaugen. Hier nochmal zum Zeigen. Da kommt das Gerät dann rein, also der Aufsatz. Und hier ist dann innen drin der Schleim, der dann rausgesaugt wird. Ja, so schaut es aus. Schön handlich. Den Kopf kann man auch sehr einfach dann wieder draufsetzen, nachdem der gereinigt wurde. So, das muss ich mal gerade hier drehen. So, jetzt ist er fest. Ja, wie gesagt, hier hinten wird er aufgeladen. Das wird am Ladegerät auch angezeigt, von rot auf grün. Und wir haben hier wieder den An- und Ausschalter. Zum Einschalten einfach nach oben drücken. Es ist nicht ganz so laut wie das große Gerät, aber von der Saugkraft her völlig ausreichend. Jetzt zeige ich gleich mal den Praxistest. Ich sag mal, es ist ein bisschen eklig, aber wie soll ich sonst zeigen, dass das Gerät auch funktioniert? Man kann es gleich vom Geräusch her, wenn dieser Schleim abgesaugt wird, ihr kennt das, wenn ihr beim Zahnarzt seid und kriegt diesen Schlauch in den Mund, der dann den Sabber absaugt, ist vergleichbar. Und halt nachher zeige ich dann noch,
wie das Gerät halt den Schleim aufgefangen hat in diesem Behälter hier. Mehr drin, als man denkt. So sieht man das. Da, also wo mein Daumen ist, das ist gerade rausgesaugt worden. Boah. Jo. Oh, das ist von heutigen Tag. Ja, ist ein bisschen erkältet, der kleine Mann. Und man sieht, arbeitet gut. Wie man sieht, die Reinigung geht sehr leicht von der Hand. Dann habe ich euch den Nosy Be Go und Baby auch mal kurz vorgestellt. Das Video habe ich gemacht für Leute, die vielleicht Interesse daran haben, aber nicht genau wissen, wie die Produkte funktionieren. Vielleicht konnte ich ja mit dem Video weitergeholfen haben. Sind natürlich nicht ganz günstig. Es gibt diese Sauger, auch quasi dieses Schlauchstück mit dem Aufsatz. Und hier kann man dann etwas in den Mund stecken und dann selber raussaugen. Gibt es auch. Aber ich sag mal so, man hat teilweise auch schon genug damit zu tun, wenn der Kleine keine Lust darauf hat, aber der Schleim trotzdem raus muss, den dann zu beschäftigen und dann noch so ein Ding im Mund zu haben, das wird dann ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, das war wieder der Testmischel von YouTube und sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.